Ja, schönen guten Abend, liebe Gäste. Wir fangen an. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der zweiten Halbzeit Bundesliga TuS Lübbecke gegen die HC Rhein Vikings. Ich begrüße die versammelten Pressevertreter hier bei uns in der Merkur Arena. Ich begrüße die beiden Trainer, zu meiner linken Jörg Bormann und zu meiner rechten Aaron Zirke. Endstand heute bei uns vor 1.393 Gästen in der Merkur Arena war 27-21, Halbzeitpause 15-9. Jörg, lass uns über das Auswärtsspiel sprechen. Achter Versuch für euch. Ihr habt es beim achten Mal verloren, aber ihr seid nicht unter die Räder gekommen hier heute bei uns in Lübbecke. Habt ihr vielleicht sogar noch aus deiner Sicht vielleicht vorne ein noch besseres Ergebnis ein bisschen liegen lassen? Also Peter Tatai hat euch, glaube ich, zwischenzeitlich ganz schön den Zahn gezogen. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, erstmal guten Abend und Glückwunsch an Aaron zum schlussendlich dann verdienten Sieg. Ja, ich denke mal, dass wir einen richtig guten Handball gespielt haben, nur bis vom Tor halt dann aufgehört haben. Leider, Tatai hält, glaube ich, 49%, das heißt die Hälfte der Würfe, und bei uns war es so, dass 90% dieser Würfe frei vom Tor war. Die hält er einfach gut, und wir haben einfach da vielleicht nicht das Selbstvertrauen, das wir haben müssten, aber heute hat das erste Mal nach Handball ausgesehen. Ich fand, dass wir einen guten Handball gespielt haben, dass wir viele Freiräume hatten, dass wir viele Situationen uns erarbeitet haben durch große Disziplin. Am Anfang haben wir es versucht, mal so ein bisschen aggressiv 3-3 zu lösen, um den Gegner so ein bisschen unter Druck zu setzen mit dem siebten Feldspieler. Auch da, fand ich, hatten wir schon gut gelöst, aber dann kriegen wir, wenn du da natürlich verwirfst, hat der Gegner, kommt dann zu einfachen Toren. Darum musste ich es dann auch nach dem 10-3 wieder umstellen. Es hat dann gemerkt, dass wir einfach die Bälle nicht reinbekommen. Und dann waren wir ebenbürtig bis zum Schluss. Wenn man verliert, darf man nicht zufrieden sein. Aber wenn man die letzten Wochen sieht, bin ich das erste Mal zufrieden, dass wir Handball gespielt haben und diszipliniert waren. Und darum bin ich schlussendlich heute mit der Leistung und der Einstellung meines Teams zufrieden. Natürlich mit der Niederlage nicht. Danke, Jörg. Aaron, Glückwunsch zum Sieg nochmal. Lass uns doch mal vielleicht das Spiel so ein bisschen bei deinem Fazit vielleicht mal in zwei Hälften teilen. Hälfte 1, Hälfte 2. Wie fällt so dann jeweils so dein Fazit für beide Halbzeiten aus? Ja, erstmal natürlich guten Abend auch von mir und danke für die Glückwünsche, Jörg. Ja, das ist in zwei Teile zu teilen. Jörg sagt, er ist nicht unzufrieden, wenn er jetzt verloren hat, als der Handball aussah. Ich bin halt eben nicht ganz zufrieden, eben wo wir gewonnen haben. Und bis zum 10-3, was Jörg gesagt hat, eben da haben wir, glaube ich, auch gute Lösungen gefunden eben gegen dieses Offensive, haben uns immer wieder durchsetzen können, gehen dann in Führung. Und ja, nach dem 10-3 kam irgendwie so ein leichter Bruch, wo wir immer wieder Fehler gemacht haben. Deswegen glaube ich, dass es am Ende für uns Sieg geht in Ordnung. Da brauchen wir nicht, glaube ich, nicht drüber zu reden. Aber ich denke auch, dass wir hier durchaus höher hätten gewinnen können und auch müssen. Das war vielleicht wirklich eben, ja, Kategorie Arbeitssieg, aber es wäre ein leichtes gewesen, eben da auch noch ein bisschen was für unser Torverhältnis zu tun. Und das ist einfach das, was mich dann so ein bisschen dran stört. Jörg hat gesagt, eben, wir haben sich bis vors Tor gearbeitet. Ja, Peter hat heute einen sehr, sehr guten Tag gehabt. Aus diesen zahlreichen Paraden hätte ich mir halt eben gewünscht, dass wir einfach noch ein bisschen konsequenter das auch eben in Tore ummünzen. Das ist so das, was mich so ein bisschen daran stört. Andersrum haben wir das Spiel gewonnen. Das ist das, was für mich wichtig ist. Und wir haben halt eben gesehen, dass wir da in einigen Sachen eben noch mehr an der Konsequenz einfach arbeiten müssen, dass wir dann noch mehr an unserer Stabilität arbeiten müssen. Und das ist das, was wir dann eben auch wirklich für die nächsten Spiele brauchen. Das muss eben jeder auch verstehen, das muss jeder auch kapieren. Und das ist eben das, was wir so ein Spiel dann eben auch an Argumenten wieder liefert. Und daran werden wir arbeiten, das werden wir besprechen und ja, das dann eben hoffentlich die nächsten Spiele besser machen. Danke. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Ich sehe keine Wortmeldung. Dann habe ich noch zwei Ergebnisse. Aue-Ferndorf 34-25 und Emstetten gegen Dessau-Roßlau 27-27 unentschieden. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche unseren Gästen, Jörg, alles Gute für die weitere Saison. Gute Heimfahrt heute, allen ein angenehmes Wochenende. Dankeschön, wir sehen uns in zwei Wochen hier gegen Nordhorn-Lingen wieder. Vielen Dank.